Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei Because Gaming is Fun. Ja, wir spielen momentan ja wieder in Division 3, haben da einen guten Start hingelegt, beziehungsweise einen zittrigen Start. Wir haben mit 6:5 gewonnen das erste Spiel, haben die ersten zwei Punkte gesichert und wir wollen natürlich weiter nach oben. An der Aufstellung hat sich nichts weiter geändert. Wir suchen uns jetzt unseren Gegner. Wir spielen gegen SCR 1945. Ja, okay. Blau gegen Weiß. Mit einer Schweizer Flagge. SCR 1945. Ich wage zu bezweifeln, dass es ein 1945er Jahrgangstypi ist. Da wäre der gute Herr schon 70 Jahre alt. Und dann noch NHL spielen? Das wäre auf jeden Fall ambitioniert. Aber kann ich mir nicht vorstellen. SCR. Wofür kann SCR stehen? Ob das für einen Club steht? Keine Ahnung warum, aber bei SCR muss ich an die Scuderia denken, also Ferrari. Zach Parisi. Naja, wir gucken mal, was das so ist. Was der werte Herr drauf hat oder die werte Dame. Ich hab ja keine Ahnung. So, komm, genau, wollte ich meinen, das Intro kann man überspringen. Parisi auf dem linken Flügel, ein Tavares auf Center und ein Perry auf dem rechten. Ach du Scheiße. Schöner Schuss von Barry da. Sein Smith war leider ein Ticken besser. Okay, jetzt kommt er nicht in den Angriff. Was zum Teufel macht er da? Was zum Teufel versucht er da? Taken up the middle. Wires one up the gut. Fuck, das war ein Abseits, ja. Da war der Querpass nicht so clever gewählt. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Prinzipiell ist ein Querpass nie verkehrt. So, Backstream auf Modano. Modano rüber auf St. Louis. Der kommt nicht an. Hetman mit freier Schussbahn gegen seinen Smith wieder. Meine Güte. Das war ein Wunderschick jetzt. Nee. Ja, so war der Pass auf jeden Fall geplant. Warum bist du denn jetzt AFK? Das ist doch scheiße jetzt. Aber wie nimmt man denn... Wie nimmt man so einem Spieler ordentlich den Puck weg? Ganz ehrlich. Ohne Puck. Ohne da gleich einen Foul zu spielen, meine ich. So, bist du jetzt mal wieder da? Ja, er ist wieder da. Meine Güte. Oh shit. Glück gehabt, dass unser Fleury da war. So, da hat sich Iginla schön vorbeigedrängelt. Und Duchin? Knapp. Ja, alles klar, Iginla. Ich würde jetzt natürlich gerne behaupten, ich habe extra abgewartet, damit ich kein Tor gegen einen AFK-Typen schieße. Aber ich muss gestehen, ich hatte einfach nur Probleme, ihm den Puck abzunehmen. Und das war jetzt eine unnötige Strafe schon wieder. So, Hosa rein. Pack. Puck kam nicht bei Kessler an. Das war ein sehr schöner Move. Und das ist der Icing. 5 Minuten 5 noch. Stimmt, er ist ja noch im Powerplay. Das habe ich jetzt eben gerade überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, und Hetman macht das Ding in Unterzahl.
Da sah sein Smith nicht so gut aus. Gut, die Sicht war verdeckt. Von daher kann man ihm nicht so viel vorwerfen. Das war ein richtig schöner Check von Kronwall. He's got it, but has to get rid of it. Oh, schöner Versuch von Hauser. Up the wing with it now. Gathered in by Kessler. Got on by with that one and possession is changed. Und das ist keine Strafe. Brilliant move on that. Das ist aber interessant. Takes that pass and looks on. Na, schade. Hauser verliert den Puck. Und das ist schon wieder ein Icing. Hey, ich habe ihn mir ins eigene Tor geschoben. Upsala. So, wir sind wieder vollständig. 3 Minuten 36 noch im ersten Drittel. Wir führen mit 1:0 durch Hetman. Whiteman mit einem Pfostenknaller und Tor. Die Schüsse von der blauen Linie sitzen heute mal. So wünsche ich mir das doch häufiger. Das war schlecht. Das war noch nicht ganz so schlecht. Das war schon wieder fast gut. Das war nicht so gut. Und das ist schön jetzt von Iginla da. Ja, da bin ich mit Iginla noch raus aus dem Drittel. Fuck. Ich glaube, sonst wäre das sogar kein Abseits gewesen, wenn der Puck drin geblieben wäre. Ah, ärgerlich. Aber machst du nichts. Modano gewinnt das Pulli. Und du hast schon die Schnauze voll, oder warum spielst du so komisch? Oh! Uiuiui. Aber knappig, du. Oh! Was? Monster Save von seinem Smith, dass der nicht drin war. What the fuck? Alter Schwede. St. Louis. Der hätte aber sitzen müssen. Großes Lob an seinen Smith da, dass er den gehalten hat. Oha! Kessler aus ganz spitzem Winkel. Über den Handschuh von seinem Smith rübergelöffelt irgendwie. Sodass das Ding drin war. Er scheint sich ein bisschen aufzuregen, er überspringt nämlich gerade nicht. Interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der reingeht. Ryan Kessler macht das 3:0 also für uns. Oh fuck. One into another. Nash is known for those type of plays, Doc. That's so cut his glove on it. He won't avoid something for doing that. Sorry. Kinder, meine Fresse, den hätte ich auch mal machen können. Warum laufen die Spiele jetzt eigentlich wieder so gut? Ich mache nichts anders als sonst auch. A good tie-up on the face-off. That led to his team getting the puck. He's got that pass and can look ahead. Ich mache nichts anders. Oh fuck. Oh fuck. Right in front. Ja, da hatte mein Barry gerade den Puck sogar schon. Schöner Check von Modano da. Alles klar. Jetzt haben wir den Puck raus. Ja, alles klar. Pass through center ice. Oh, richtig schön mitgenommen von Lemieux da. Meine Güte, wie er dadurch die Abwehr gefahren war. Schick, schick. Ah, Kessler verliert das Bulli da. Schöner Schussversuch von Hetman da. Oh, Ben, Mensch. Oh, shit, jetzt. Was? Moment, den verstehe ich nicht. Den muss ich mir angucken. Das habe ich nicht verstanden, wie der Puck jetzt im Tor war. Okay.
Interessant. Merkwürdig. What the fuck? Whiteman mit einem schönen Schussversuch. Scheitert leider. Alter Schwede, unser Hetman wurde da ordentlich von den Beinen geholt. Hat aber auch immer Glück, dass er sich da keine Strafen beizieht, ey. Was? Oh, shit! Da will er das Tor nicht geben. Oh, das würde ich sehen. Oh, okay. Das Tor gibt er echt nicht. Das ist frech. Das ist frech. Ich finde, das war nicht zu hoch. Mit dem Stock. Was war das denn jetzt? Letang's cut through the neutral zone. Gathered in by Oshie. Gets in, looks over his options here. Nicely patted away. Oh, das ist aber nett, dass man den Puck gibt. To Ben. They've got a two on one. Can't blame the shooter on this. Ja, ganz genau so sollte das passieren. Oh, nö. Nö, warte mal. Walking a thin line near the border there. Carries it up the side. Oh, da klingelt gerade das Telefon. Ich hoffe immer, das ist nicht für mich. Was? Was? Wie kann der nicht drin gewesen sein? Das ist frech. Ja, ganz genau. Der Goalie war doch schon am Boden. Nein. Okay, da haben wir Glück, dass er den Puck... Wow. Was ist denn jetzt gerade los mit unseren Pässen? So, unser Modano geht dem Puck hinter. Was? Was? Pff, Frechheit. Das ist eine Strafe. Ich weiß ja nicht. Ich hätte Nein gesagt. He throws it there. Not all saves have to be hard. Guter Save von Florida. Good solid defensive play there. And clear. So, weg mit dem Ding. Great job. Oh, stick save. Let's it go. Outstanding save by the goalie. Schade. Das wäre ein richtig schönes Ding geworden. Oh, das ist noch absolut. Oh, what a terrific save in close. Wrist shot. Gotta make him chase it here. Ja. Oh, another save. Rebound. Merkst du selbst, ne? Fires a routine pass up. Rister. Sag mal, kann ich den Puck jetzt mal wieder wegbekommen, oder? So, geht doch. Hauser mit dem Konter. Und er macht es nicht so, wie er es machen sollte. Trotzdem kommt Hoster zum Schuss. Meine Güte. Und unsere Strafe ist abgesessen. Noch 1,50 im zweiten Drittel. Wir führen mit 3:1. Uiuiuiui. St. Louis verpasst da knapp. Und Modano schiebt das Ding an seinem Smith vorbei. 4:1. Schöner Pass von St. Louis da in den Slot rein. War wieder ein wenig fragwürdig, dass der reingegangen ist. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Wir nehmen jedes Tor gerne. Es gibt uns Münzen. Es gibt uns Punkte. Nein, kann's nicht mal. Ah, schade. Aber gut, zweites Drittel ist rum. Wir führen mit 4:1. So kann es weitergehen. Und bitte auch die nächsten Spiele und nicht wieder nur die ersten zwei der Saison. Das wäre sehr lobenswert. Wünschenswert. Hoppala. So, Kessler gewinnt das Pulli. Und das war ein richtig beschissener Pass auf Hoster.
Ach, kacke, 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 kacke. Icing dadurch. Bulli in unserem Drittel. Up the wing to Hossa. Chip to Kessler. Gut gehalten von seinem Smith da. Slid to Suter. To Parisi. Pitch straight ahead through center. A good deep there. Jetzt sind wir den Puck ab. Dankeschön. Oh, fuck, da ist ja noch einer. Und der Puck. Alter Schwede. Nein, 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 lass den Barry da nicht. Meine Fresse. So, Kessler zu Saad. Saad rüber auf Hossa und der macht das 5:1 ganz locker. Das wäre jetzt auch eine Schande gewesen, wenn der nicht drin gewesen wäre. Er steht jetzt wohl ein bisschen sehr offensiv mit seiner Verteidigung. Uiuiuiui. Fleury mit einer Riesentat da. Beziehungsweise mit einer ziemlich glücklichen, würde ich fast behaupten. Und Iginla macht das 6:1. Noch ein Sweater-Tor. Leute, solche Tore machen mir absolut keinen Spaß, aber es ist mir egal mittlerweile. Man muss entweder schön spielen oder man muss effektiv spielen. Beides ist meistens nicht drin. Und da wir eigentlich möglichst schnell wieder hoch wollen in, in den Divisions, müssen wir leider effektiv spielen und nicht schön. Hoppala. Nee, warte mal. Warte, wechselt zum richtigen Spieler hin. Dankeschön. Ah, schade. Da hat die Kurve um ihn rum nicht funktioniert. Komm, willst du mich jetzt verarschen schon wieder? In his defensive end to get it. Cut through the neutral zone. A diving poke check at center ice. Off his helmet mask. Great Oposo mit einer riesen Chance da. Oposo's hit total climbs and his team's in the lead. I gotta believe all those big hits are gonna wear down the opposition. Boah, Alter, du gehst mir ganz schön auf den Keks, Kleiner. Abseits! Okay. Lemieux am Bulli. Gewinnt das. Die Ginler verdattelt den Puck da beinahe. Zum Glück nur beinahe. Oh fuck. Meine Güte, Lemieux lässt sich einfach nicht vom Puck trennen. Hat ihn sich immer wieder geholt. Letztendlich hat es leider nichts gebracht. Weil Smith den Puck dann doch hatte. Und das war ein Stockschlag von ihm. 6:1 der Spielstand, 3,5 Minuten vor Ende des Spiels. Wir nochmal ein Powerplay. Lemieux am Bulli. Verliert das. So, Barry auf Lemieux, der auf Iginla. Der rein und der vorbei an Backstreet. Und das war ein richtig beschissener Pass. Puck is fielded now by Perry. Good work at center ice. Looks ahead to start something. Puck gathered in behind the net by Cronwall. So, Cronwall auf Backström. Der rein, vorbei an seinem Giroud. Und Lemieux scheitert an seinem Smith. Die Kinder scheitert auch nochmal an diesem. Und das war sneaky von Backstrom. Der schiebt ihn da beinahe hinter seinem Smith vorbei. Leider nur beinahe. 22 Sekunden Powerplay noch, 1:47 noch zu spielen. Immer noch 6:1 der Spielstand. So, Kessler holt sich da den Puck. Geht rein ins Angriffsdrittel. Geht rüber auf Jamie Benn.
Und der bleibt mal wieder hängen. Holt sich den Puck aber wieder. Ui. Wird aber geblockt beim Schuss. Ja, und da wechselt er nicht zum Spieler hin. So, Puck kommt zu Ben wieder. Der geht rein. Der wollte rüberspielen zu Kessler. Der stand aber noch gar nicht bereit. Passt zu Hoser, kommt nicht an. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was. Ich bin aus Versehen auf den Passknopf gekommen. Ich weiß gar nicht, kann man einen Pass nochmal unterbinden, wenn er einmal ausgeführt wurde? So, alles ganz safe hier machen. Ja, darum verdabbel ich jetzt den Puck hier. Ich glaube, meine Reihe ist mega im Arsch. Ich muss jetzt so schnell wie möglich wechseln gehen. Obwohl, das Spiel ist jetzt eh aus. Abseits nochmal von ihm und er schießt drauf. Das war zu erwarten. 6,7 Sekunden noch. 1:6. Der Spielstand aus seiner Sicht. Huiuiuiui. Das sind die nächsten wichtigen Punkte Richtung Aufstieg. Beziehungsweise erstmal natürlich wieder Richtung Klassenerhalt. Wir müssen ja immer erstmal Richtung Klassenerhalt denken. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Haben jetzt 4 Punkte aus 2 Spielen. Und wisst ihr was? Wir haben jetzt über 17.500 Münzen. Es gibt momentan ein geiles Team der Woche. Ich möchte nochmal mit euch ein Päckchen aufmachen. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. 18.300 Münzen haben wir. Fuck, da hat der Deckel einen Abgang gemacht. Wir gucken in den Store. Und wir finden die schönen 17.500er Packs, von denen wir uns jetzt eins genehmigen. Also ich muss mal kurz mich nach dem Deckel bücken von meiner Flasche. Der hat einen Abgang gemacht. Und wir bekommen Partienwechsel 83, 86, 84. Ja, leider nichts Geniales. Schade, schade. Machst du nichts. Ein paar Verträge, die kann ich bestimmt wieder gebrauchen. Oh. Oh, oh, Tampa Bay, Arizona. Das war ein eher schlechtes Pack, würde ich behaupten. Wir schicken einfach mal alles an meine Sammlung. Fertig. Vielleicht hätte ich die Verträge nicht an meine Sammlung schicken sollen. Fuck, ich bin blöd. Egal, Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis die Tage. Tschüss.